Hallo zusammen, ich bin Böse Gummibaum und willkommen zurück zu Let's Play Civilization 6 Rise and Fall als die guten Mapuche. Ich habe das letzte Mal gefragt, dass ich dieses Kämmermul da nicht bauen kann. Kampfvoll hat gerade geschrieben, weil ich die Ausrichtung nicht habe. Ich glaube, das stimmt nicht, weil die Ausrichtung ist ziemlich klar Handwerkskunst. Schaltet die Handwerkerfähigkeit frei, ein Kämmermüll die einzigartige Modernisierung der Mapuche zu bauen. Bringt Kultur in der Höhe von das Gelände zusätzlich zu uns nach Forschung durfte mindestens Anziehungskraft atemberaubend. Das habe ich überlebt. Das habe ich jetzt im Dings gesehen, in der Wiki. Und atemberaubend ist Level 4, wenn ich das richtig gelesen habe. Das heißt, ihr könnt es leider nirgendwo wirklich schön hinbauen. Warst du atemberaubend? Du, also nur die Grünen da sind atemberaubend. Das ist zu schier. Which is a sad story. Ich glaube, am ersten Haus ist dann hier hin. Aber da muss ich jetzt schon wieder was kaufen. Aber bauen wir es halt, damit wir es gebaut haben. 6 Runden erst. Schauen wir das überhaupt? Ja, knapp aber doch. Heidi! Da haben wir wieder Loyalität. Das ist alles. Es ist alles ein bisschen schwierig. Ein bisschen schwierig. 4 Runden haben wir die anderen halt. Dann können wir wenigstens das da dahin klotzen. Ich meine, minus 18. Shit, irgendwie. Ich glaube, ich muss das hier hinstellen. Weil was soll ich sonst machen? Ich meine, minus 6 ist immer noch ziemlich schlimm. Aber das hier da oben ist minus 19. Oder ich warte da rum. Vielleicht wenn ich eine... Wenn ich jetzt 9 Runden warte, dann ist alles cool. That's possible. Ich meine, ich soll es eh am besten noch nicht gleich bauen. Weil ich ja dann einen Handwerker auch dafür bekomme. Also warten wir vielleicht kurz, obwohl das normalerweise eine scheiß Idee wäre. Du, wir warten auch. Mit Siedlern warten. Das hört sich extrem nach einer Losing Strategy an. Aber wie gesagt... Unter diesen Umständen, glaube ich, macht es Sinn. Ich glaube, wenn ich eine weitere Siedlung gründe, sind wir zumindest nicht mehr. Wären wir nicht mehr wieder in dem Dunklen. Ich weiß nicht, ob wir mit dem Mapuche-Ding irgendeine Chance haben, da in was Besseres zu kommen. Das hier finde ich gerade ein bisschen unangenehm. Wir dürfen da leider nicht auf die schießen. Das hier ist geschissen. Wenn wir können da auf die schießen. Das tut sicher wieder furchtbar weh. Obwohl ich stehe da oben zumindest. Kommen wir mal dahin. Du heil. Hier müssen wir vielleicht denen was machen gehen, dass das nicht ganz so schlimm läuft, wie es momentan aussieht danach, dass es wird. Dich mal auch ein bisschen sorgen. Gehen wir mal dahin. Steht da noch wer andere? Nein. Bist du mal da drauf, mit 18. Hier geht's mal in die Richtung. Auf die Stadt schießen. Also er kann bereits eindeutig Stadtmauern bauen. Das sieht man ja bei Tixoko. Was auch nicht unbedingt gut ist. Da unten ist nur noch der Brasilianer. Der hockt auch nicht mit wenigen Städten da. Es ist nett, dass er sich scheinbar dahin konzentriert hat. Oder da auf die geografische Lage konzentriert hat, statt nach Norden zu siedeln. Das darf er gerne haben, den Schatz da unten. Weil das sieht mir nach Tundra und Eiswüste aus. Dann haben wir auch gerne bekehren für einen Moment. Ja, brillant, bla. Okay, das war jetzt eigentlich gerade super. Nöp. Also zumindest das hier war super. Weil du stirbst jetzt, oder? Yes, okay. Ich hätte nachschauen sollen, falls es doch nicht stirbt, dann hätte ich mich nämlich gerade unglaublich geärgert. Du gehst mal zur Sicherheit ganz nach hinten, du verschanzt dich. Hier wird weiterhin brav geschossen. Jetzt machen wir zum ersten Mal wirklich ein bisschen Schaden, der auch bleibt. Weil sie ja nur 20 heilt pro Runde. Du bleibst dabei da, du bleibst dabei da. Anderen Halle haben wir mittlerweile in 2 Runden. Wir haben eh recht viel Geld. Das Problem ist halt auch, dass ich das Geld gerne brauchen würde, um gleich Monumente in die zwei Städte da einzukaufen und nicht, um unbedingt mir ein Feld zu kaufen. Ich kann auch kurz umändern, vielleicht auf... Ja, aber bringt das wirklich was? Auf Geländefeldkauf ist billiger. Das Problem ist, ich kann dann nicht schnell wieder zurückändern. Also wir machen Mystik in 2 Runden, weil ich eigentlich Feudalismus machen will in 19. Und dann können wir jetzt dann anfangen, Handwerker zu bauen mit der Handwerksfähigkeit. Okay, das haben wir bekommen, das ist nett. Oh, damit sind wir... Okay, das ist echt gut. Wir kriegen leider nicht zu viel für das Mapuche-Ding. Wenn in eine Ruhe zu kommen, wäre this shit right now. Das geht sich leider einfach nicht aus. Ich habe Beförderung bekommen. Hast du schon irgendwas beschossen hier? Nein. Das ist nice. Wir killen dich? Wir killen dich, wonderful. Dann kriegst du mal die Schildkröte als allererstes. Du heißt einfach da oben. Wenn ich einen guten Aussichts...
Punkt hier. Du kommst dahin und dahin. Aber weil keiner drin ist, bist du jetzt illoyal. Aber die haben 15 Runden. Oder vielleicht irgendwas anderes, weil irgendeine Stadt gewachsen ist. Das kann natürlich auch sein. Da sind wir schon auf minus 7. Das ist auch nicht unbedingt super. Ich meine, dass ich befreundet bin mit dem Brasilianer, ist ziemlich leibend. Du hast... Ich meine, ich will halt... Ich werde schon befördern. Wieso kann ich dich jetzt bitte nicht befördern? Hallo? Wer doch? Plus 10 gegen ist auch sehr wichtig. Gegen feindliche, bösartige Städte. Okay, Ahnenhalle mittlerweile nächste Runde. Wann sind wir da fertig? 6 Runden noch bis zum Zeitalterende. Wenn das dann... Ich meine, schlimmer kann sie nicht werden. Ich bin nicht mehr im Dunkeln, das heißt, die Loyalität wird sich definitiv verbessern. Die Frage ist nur, wie viel sie sich verbessert. Der Ding, der Azteke war in einem normalen, der könnte jetzt in einem goldenen sein. Und bin mir nicht mehr sicher, ob sich's dermaßen verbessert, leider. Wenn er in einem goldenen ist. Aber ein bisschen, zumindest der Brasilianer ist weniger schlimm dann. Also im Vergleich zu uns. Du kannst mal hier reingehen, bringt das was? Ja, okay, cool. Du kannst dann nicht nächste Runde angreifen, also schießen wir gleich mal wieder auf dich. Wir bleiben da dabei. Produktion wählen hier. Es ist ein Regierungsplatz gebaut, das heißt, du kannst dabei nichts weiter solches machen. Ja, bauen wir mal ein Monument. Ich meine, zumindest geht der Feudalismus dann schneller. Einen weiteren Gouverneurtitel, das ist jetzt Armani definitiv. Mit der. Oder wir holen uns einen zweiten. Ja, wir haben zwei, das reicht eigentlich für den Moment. Innerhalb von neu erhalten von plus 2 Loyalität pro Runde für eure Zivilisation. Yes, that's what I need. Wo hockst du momentan drin? Hier. Das sollte dann helfen. Das sollte dann bei allen ein bisschen helfen. Du kommst dahin. Ja, wir können ein bisschen scouten hier wenigstens. Ich werde das fast dahin schauen, aber 32 ist schon noch eine relativ hohe Stadtstärke. Politik ändern. Regierung, was? Achso, könnte ich jetzt. Moment, what are you talking about? Ich kann überhaupt nicht Regierung wechseln gerade. Ich habe gar nichts erforscht, ausrichtungsmäßig. Okay, du könntest jetzt von da drauf schießen. Geh dahin, du gehst dahin. Einmal. Also eigentlich musst du in Richtung dieser Stadt kommen, um ganz ehrlich zu sein. Du könntest sterben, wenn ich das jetzt so mache. Das heißt, wir gehen lieber 2 Schritte zurück. So, Ahnenhalle ist fertig, genau, das ist, ich kann das jetzt machen, ich hätte das schon vorher machen können. Wir sind auf minus 17 immer noch. Wie viel haben wir noch? 4 Runden, bist du dann, du bist, wenn du auf minus 17 bleibst, bist du in 4 Runden schon weg, actually. Damit so weit, dass ich mir das Feld hier kaufen könnte, ja. Ist das jetzt atemberaubend, um nochmal zu sehen? Nicht, dass es dann plötzlich nicht mehr atemberaubend bin, sobald ich es mir gekauft habe. Nein, es ist atemberaubend, definitiv. Atemberaubend. Nein, das wollte ich eigentlich nicht machen. Jetzt hau den Charster drauf. Man buche 4 Zeitalterpunkte. Nee, es wird sich nicht ausgehen. Nein, du musst das bitte nicht unbedingt bearbeiten. So habe ich es überhaupt nicht gemeint. Please stop. Ja, bearbeite lieber das da. Und das da, actually. Ich brauche nicht zu viel Kultur. Das passt schon. Okay. Da müssen wir jetzt auch langsam überlegen, was wir machen wollen. Da will ich entweder Campus oder Handelszentrum jetzt bauen. Wo wäre dein bester Campus nachher? Du wirst auch einen Hafen bauen, natürlich, sobald wir einen erforscht haben. Ich kann einfach Campus Handelszentrum, es bringt noch nichts für den Moment. Campus Handelszentrum könnte man machen. Den Stein hier weggeben. Da wäre natürlich ein besserer Hafen eigentlich, aber den habe ich noch nicht so bald. Dann können wir hier Campus, hier Hafen. Aber das ist dann immer noch nur ein Plus 1er, glaube ich. Aber der Hafen wäre halt wirklich, glaube ich, leider. Wobei er bringt plus 2, das Handelszentrum bringt plus 2, das ist relativ wurscht. Ob ich hier jetzt ein Handelszentrum hinbaue oder hier ein. Das wollen wir zuerst einen Handwerker machen für 4 Runden. Dann den Stein ab. Kann ich den schon? Habe ich Stein mit Kunst? Ja, und damit kann ich Steine abbauen. Right? Ja. Das heißt, zuerst
Handwerker. Campus dahin, Stein abbauen, um Campus zu beschleunigen. Dann Handelszentrum dahin. Ich denke, das ist die beste Idee. Wobei du echt einen fucking Hafen gebrauchen könntest. Muss das sein? Baut Stabmauern? Warte mal, aber das habe ich ja schon, oder? Ja, das war der eine Horeca. Das habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht. Okay, das heißt, wir machen einmal noch Maschinenbau, eine Ründchen. Und dann tun wir umsatteln auf Astrologie und astronomische Navigation. Das dauert jetzt noch 12 Runden? 10 Runden. Damit wir da irgendwann mal auch einen Hafen bauen können. Natürlich wieder heißt, ich müsste jetzt hier gar nicht unbedingt. Da könnt ihr auch. Dann kannst du Schifffall bauen, was natürlich besser ist. Das so und so machen, dann muss ich das schon wieder Feld kaufen, das kostet schon wieder Geld. Das kann ich mir eigentlich immer noch überlegen. Den Stein kann ich so oder so abbauen. Okay, was habe ich jetzt gesagt? Also bei dir macht das gut. Also ich will kein Handelszentrum, weil ich später einen Hafen bauen will. Dann bringt aber auch ein Campus nicht wirklich was. Vielleicht solltest du jetzt das Lager bauen? Aber du hast das. Das ist eine beschissene Produktion. Ich meine, du kannst halt nichts anderes Gescheites machen. Which is also true. Fade Geschichte. Jetzt machen wir einfach irgendwas, sonst wird es langweilig. Die Frage ist nur, wo das Lager dann hinbauen schon wieder. Wenn wir nicht schon wieder extra Feld für das depperte Lager kaufen. Right? Wo arbeitest du überall? Du bearbeitest das Feld gerade nicht, okay. Und das ist sonst eigentlich auch nur Kackfelder. Eh nur brauchen wir ein Lager. Können wir das hier nur mit einem Campus zusammen? Ah, no. Für die Reiter? Für die Reiter, I guess. Ja, hau hin. Warte. Hau ein Lager rein. War ich jetzt noch länger überlegt. Du, kannst immer noch nichts Sinnvolles machen. Incredibly sad story. Ich immer noch Bullshit. Wieso hast du kein Lager? KI, wieso brauchst du ausgerechnet in die Stadt jetzt kein Lager? Normalerweise bist du jedes Mal ein Depp, das Lager in. Jetzt, wo ich es brauchen könnte? Nein, jetzt habe ich keine Lust. Vielleicht fangen wir an, Handwerker. Ich wird's dann, darf noch nicht vergessen, es zurückzustellen, wenn es auf 1 ist. Damit wir Feudalismus warten. Wobei, das sollte ich auch lieber. Egal. Das sollte ich eigentlich lieber machen, wenn ich die Politik eingeführt habe. Okay, und nächste Runde Maschinenbau darf ich nicht vergessen. Heidi, Heidi, Heidi! Das ist alles ein bisschen viel. Das werde ich nicht alles im Kopf behalten. Irgendwas werde ich hundertprozentig vergessen, wenn wir wieder alle schreien, Gummi bauen, Volltrottel, und dann werden wir wieder weinen gehen müssen. Du gehst dahin. Du bleibst. Ich meine, auf was warte ich? Good question. Du machst jetzt das tatsächlich endlich mal, oder? Minus 17 ist so brutal. Es ist unglaublich brutal. Vier Runden. Vielleicht warte ich wirklich noch eine Runde weiter. Vielleicht warte ich jetzt einfach noch weitere fucking Runden. Aber jedes Mal wieder das Pferderl. Nein, nächste Runde baue ich's. Es wird schon alles nicht so schlimm werden. Wir nehmen die Stadt ja auch hin und an. Drei Runden. Minus 11. Fuck mal. Let's go. Ja, ja, ja. I understand. Hau dich mal da rein, nicht, dass es bringen würde. Kann ich das Monument rein kaufen? Nein, ich will das Pferd kaufen lieber, als das Monument rein kaufen, actually. Ja, jetzt mal ein bisschen zu wenig Geld. Und wenn nicht zu viel, zu wenig Geld. Wir können nächste Runde das Monument rein kaufen. Was könnte man jetzt machen? Wir könnten hier schon irgendwas Lustiges machen, wie ein Handelszentrum bauen oder so. Hey, wie lustig. Yes. Ah, Gott, wäre das ein guter Campusplatz gewesen. Da ist auch ein guter Campusplatz. Du hast noch nicht, du hast auch schon ein Depper der heilige Stelle. Dann im Campus, dann noch ein Campus, der hat dann drei hier. Dann Handelszentrum. Naja, bauen wir gleich das Handelszentrum da. Ich habe irgendwie Bock hier ein Handelszentrum zu bauen. Und mein Wassermühle ist natürlich auch gut. Reis und Weizenressourcen. Plus eins Nahrung, das sind schon mal die beiden. Nur mit der Wassermühle. Ich mach trotzdem einen. Na, die Wassermühle ist schneller und da kriege ich vielleicht noch den, den Dingsbums hier auch reingezahlt, den Handwerker. Vorfeudalismus. Oder zumindest teilweise Vorfeudalismus. Alrighty. Du kommst jetzt dahin. Bam. Bam, by the way. Auch Bam genannt und ein bisschen Bam. Ja, ich meine, will ich da mal hin? Du kannst da nicht drüber schießen. Das ist ein bewaldeter Hügel. Also ich kann da ruhig gehen. Ganz mir gar nichts. Bam. By the way. Das wäre nicht genug gebammt. Müssen wir ein bisschen mehr bammen, damit das Sinn macht.
Aber dafür haben wir nicht genug Bam-Kraft. Du bleibst mal hier. Also bleibst, du hast dich gerade nach vorne bewegt. Oh, oh, nicht gemein werden. Du bist nicht der... Yo. Yo, da. You, stop it. Das ist übrigens so, wie die immer geheilt haben, wenn sie stehen geblieben sind. Wenn man sich nicht bewegt und sich befördert, dann heilt man natürlich. Das habe ich im letzten Netz, bin ich wirklich gecheckt. Aber it's the truth. And nothing but the truth. Ja, kurz mal. Lohnt sich das? Ich meine, ist es schlimm, wenn ich das mache? Nee. Das ist mein einziger Nahkämpfer deiner Gegend. Das wäre echt schon schlimm. Mach mal das da. 2, 3. Nice! Ja, und das Kultur-Ding, sie bringe ich ja auch noch hin. Wie viel hast du jetzt? Ah, warte, ich wollte ihn reinsetzen. Whoopsie, this is important. Neu zu weisen. Oh, ich kann einen neuen machen? I did not realize. Denne machen wir als nächstes. Als nächstes machen wir dich. Und dich haben wir jetzt gleich mal nach... Was, du bist immer noch auf minus 18? Junge, damit habe ich jetzt nicht. Und minus 12 hier kurz. Rebellion in 5 Runden? Es ist aber jetzt nicht 5. Und wir haben... In 2 Runden sind wir aus dem... Bin ich dann positiv? Ich hoffe, ich bin dann positiv. Not sure. Nicht weglaufen, bitte, 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 bitte nicht weglaufen. Ja, ich meine, kurz mal musst du vielleicht in die Richtung, falls wir die Stadt zurückerobern müssen. Ist so annoying. Okay, du bleibst hier. Du bist jetzt mit eigens gegründeten Städten. Muss ich schon Stadt zurückerobern. Was ist das für eine Schweinerei? Eine bodenlose Frechheit. Böse, gemeine und so. Habe ich Schwertkämpfe eigentlich? Warte mal, die Eisenmine. Fuck. Maschinenbau habe ich nicht gewechselt. Ich vollkopf. Es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Aber jetzt habe ich es zumindest gemerkt. Denn, war da irgendwas mit Eisenmine? Ja, Eisenverarbeitung. God damn it. Da will ich eigentlich doch nicht drauf dingsen, weil da habe ich keine Eisenmine. Aber da brauche ich auch noch einen. Wo kriege ich denn auf die Schnelle jetzt auch noch einen Handwerker her? Wo ich die Eisenmine machen würde. Oh, life is so hard. Wie viel kostet ein Handwerker? Geht sich trotzdem nicht aus. Ja. Ne, ich meine, ich könnte es schon machen, nächste Runde. Aber wir haben. Ja, es geht sich nicht aus, die Stadt zu gründen. Ich könnte die Stadt. Ich könnte die Stadt hier gründen. Jetzt einen Handwerker kaufen. Nächste Runde darauf ziehen. Da geht es immer noch nicht aus. Weil es nicht sofort bauen kann. Ja. Na, da hätte ich eine Runde früher machen müssen. Dann hätte ich mir die Eisenmine holen können. Hätten wir nochmal einen Eureka-Moment. Wenn wir näher am Goldenen. Hätte aber auch nicht gereicht. Ist also eigentlich relativ wurscht. Die Frage ist nur, ich meine, ist das eine mögliche Frage? Ob ich drauf oder hier bauen will, aber ich glaube, wenn schon, dann baue ich jetzt drauf und scheiß auf den Eureka-Moment. I think. Dann habe ich das Eisen gleich. Upsi. I forgot. Okay, Politik ändern. Will ich die? Ja, ich will die Politik ändern. Einheiten unterhaltlich. Das ist gar nicht schlecht. Der Gurke brauche ich da, weil nicht. Was ich allerdings brauche, bitte, wäre die plus 30 Produktion für Handwerke jetzt, bevor wir zu Feudalismus kommen. Und jetzt müsstest du ja eigentlich alle dann schnell brav auf Handwerker umschalten. Du bist es in 6 Runden. 16 Runden produzierst du Wassermühle. Oh, warte mal, dann kann ich. Na, nächste Runde kann ich das Monument hier reinkaufen. Which you kinda want to. In 3 Runden die Stadtbahn fertig, kriegen wir wieder einen Eureka-Moment. Ja, ihr könnt uns schon alle mal anfangen, Handwerker zu bauen. Ich meine, du hättest es jetzt in einer Runde fertig. Soll ich doch auf Feudalismus warten mit dir? Ich glaube, dann baust du den. Du baust leider den Campus fast schneller, als ich Feudalismus erforsche. Trotzdem ist es ein bisschen schade, jetzt 17 Runden vorher einen Handwerker mit 2 Aufladungen weniger rauszuhauen. Yo, what just happened? Ey, mit fucking Katapulten. Das ist so peinlich. Mit Katapulten killt er meine fucking Einheiten. Wie ein Hustenanfall. What the? Goddamn shit, actually. Im Ernst jetzt? Wer meint das ernst? Mit 3 Katapulten killt er. Ey, wieso habe ich jetzt plötzlich da auch schon wieder ein Problem? Können wir aufhören, die ganze Zeit Loyalitätsprobleme überall zu haben in 8 Runden, okay. In einer Runde sehe ich, wie das mit dem Zeitalter überhaupt wird. Du baust jetzt auch einen Handwerker. Hier unten dauert das gerade mal. Okay. Du baust keinen Handwerker mehr, du baust jetzt einen Campus. Ja, wir sind schneller fertig, fuck it.
Bringt nachher trotzdem was. Du hast dann plus 2. Woi. Wieso ist der da plus 2? Oh, weil das zweimal. Ah, shit. Dann. Fuck. Dann bauen wir es doch lieber dahin. Da habe ich auch ein plus 2. Also, du bist in 5 Runden habe ich das hier. Das ist irgendwie egal, ob ich da das drauf. Außer, dass ich das dann nicht abholzen darf. Hier. Dürfte ich das nicht abholzen. Ist irgendwie wurscht. Komm es da drauf. So, da sind 4, 20, 5. Jetzt immer noch am Abhauen. Sind alle unglücklich wegen dem Krieg schon? Ist hier gerade ein Einfluss? Ist sie. Ist sie unzufrieden, sind sie wegen dem Krieg. Interesting. Anyways, ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat, dazu zu sehen. Wenn das der Fall war, lasst dann ein Like oder abonniert den Channel. Aber vor allem, ich hoffe, beim nächsten Mal wieder vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen. Baba.